Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Format zur Vipers Infothek. Ja, was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach, mal eben ein paar kurze Infos raushauen, was gerade neu ist, beziehungsweise was passiert ist, wenn zwischendurch mal was passiert ist, ohne dann jetzt in die bestehenden laufenden Serien direkt einzugreifen, sondern vielleicht daraus mal eine Kleinigkeit zu berichten. Genau dafür ist das hier und wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, ihr seht, die Scheibe ist nicht geputzt. Aber da tut auch eigentlich nichts wirklich was zur Sache. Ich war mal wieder unterwegs und ich hatte Urlaub und ich muss pauschal sagen, meine Nachbarin, die mit der Pflege dieses Beckens beauftragt wurde, macht exakt das, was sie auch machen soll. Ich habe ja die Futterportionen habe ich vorportioniert, Osmosewasser nachfüllen, alles kein Problem. Und ich habe festgestellt, ich sollte öfters in Urlaub gehen. Weil als ich zurückgekommen bin, stand dieses Becken, oder steht jetzt auch noch, ihr seht es selber, richtig, richtig top. Hat damit zu tun, dass sie sich tatsächlich so exakt an die Aufträge bzw. Anweisungen von mir gehalten hat. Besser würde ich es im Endeffekt, mache ich es im Endeffekt nicht, weil ich nämlich hier und da faul bin. Ich gehe nämlich auch teilweise hin und spüle mein Futter nicht durch. Das ist eine Sache. Das ist so nach dem Motto, oh Mist, ich muss ja noch füttern. Und dann hat man relativ wenig Lust, sage ich jetzt mal, da noch hinzugehen. Ah, jetzt müssen wir das noch wässern und dies und das. Ja, aber Fakt ist, es hat mir im Endeffekt mal wieder gezeigt, dass man dann doch die Sachen, die man sich vorgenommen hat, sich dran halten sollte. Und das Einzige, wo ich einen kleinen Schock bekommen habe, blende ich euch mal oben ein. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon hier und da in den sozialen Netzwerken gesehen, weil ich habe es ja fast am gleichen Abend gepostet. Meine Dosieranlage, die Evo 4, die hat mal eben meinen KH-Kanister ein wenig verformt per Unterdruck. Und was soll ich sagen? Ja, es war ein Entlüftungsloch drin, beziehungsweise der Ausschnitt, wo der Schlauch durchgeht, ist groß genug gewesen. Ich habe es aber vor dem Urlaub halt nicht gereinigt beziehungsweise kontrolliert. Und da kommt dann halt auch wieder die Routine ins Spiel. Ja, passiert ist im Endeffekt nichts, weil der Evo 4 war das zumindest bis zu dem Zeitpunkt relativ egal, was da von Kanister auf der anderen Seite dran hängt. Die hat schön brav die Menge reingepumpt, die rein sollte. Also der KH war schön auf 7,2 festgenagelt. Und somit, ja, keinerlei Verluste, keinerlei Probleme und auf gut Deutsch, ich kann mich nicht genug beschweren. Das nächste, was ich noch kurz ansprechen wollte, war, ich habe ja am Dienstag das Video vom Muas rausgebracht, vom Schweizer Miniriff, zum Thema Dinoflagellaten und Cyanos haben wir da ein bisschen was gesagt. Ich blende euch das oben nochmal kurz ein, dann könnt ihr das euch nochmal anschauen. Wir haben das ja einerseits mit, ich sage es mal, der Lichttherapie hingekriegt, die beim C, A bis Z, Sangokai vorgeschlagen wurde, beziehungsweise die der Jörg auch bei sich in den Videos beschrieben hatte. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, es ist nicht nur das reine Licht, was im Endeffekt dazu geführt hat. Ja, das ist vielleicht im Video, ich sage mal, Entschuldigung, ein kleines bisschen falsch rübergekommen. Das Licht ist ein Teil davon gewesen. Natürlich haben wir im Vorfeld den Kalkhaushalt ins Gleichgewicht gebracht. Wir haben den Nährstoffhaushalt ins Gleichgewicht gebracht. Und das sind auch Faktoren, die grundsätzlich mit reinspielen, die auch essentiell natürlich in der gesamten Riff-Aquaristik sind. Ein stabiles System, ein ausgeglichenes System. Und im Endeffekt hat dann diese Lichttherapie aufgrund dieser Tatsachen dann die entsprechende Wirkung erzielt, denke ich mal. Wie gesagt, es ist kein Allheilmittel. Es heißt nicht, dass das jetzt überall funktionieren muss, aber in unserem Fall hat es mal funktioniert. Und ja, wir sind glücklich. Ich
blende euch nochmal ein aktuelles Bild ein, wie das Becken im Moment steht. Heute Morgen hat er mir ein Foto geschickt, hier zeige ich euch mal hier, die Anemone ist gewandert, hat zum Glück keinen großen Schaden angerichtet oder selber Schaden genommen und hat im Endeffekt damit zu tun, dass sie halt, wie jetzt hier bei mir, nicht bekuschelt wird und dass ihr halt die Stelle da nicht mehr durch die Clownfische aufgezwungen wurde. Was wir jetzt im Endeffekt machen, weiß ich noch nicht genau, aber Fakt ist momentan, es sieht generell, ist das Becken top. Es läuft sauber und stabil. Wir können uns also diesbezüglich nicht genug beschweren. Ja Leute, last but not least kommen wir dann noch zu der Ankündigung und Vorstellung des anstehenden Projektes. Ich habe euch, glaube ich, lang genug auf die Folter gespannt, lag aber auch nicht wirklich ganz so in meiner Hand das Ganze, aber egal. Ich denke, jetzt nach dem Urlaub habe ich da sowieso definitiv mehr Zeit für und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich war ja gestern unterwegs und habe ein paar Sachen organisiert und was das war, zeige ich euch jetzt. Ja Leute, ich präsentiere euch das Projektbecken. Einige erkennen das auf Anhieb sofort. Es ist ein Aquamedic Cubicus CF. CF bedeutet, dass das Ganze hier einen Filterschacht hat und mit Technikbecken betrieben wird. Ich blende euch mal kurz oben das momentane Technikbecken ein. Da habe ich nämlich ein paar Umbauten dran gemacht. Warum, weshalb, wieso? Dann hat es gerade noch gewässert. Kommt in den Bericht selber. Und ihr seht, es haben sich einige Firmen nicht lumpen lassen, dieses Projekt hier zu unterstützen. Voran natürlich die Firma Aquamedic, die mich beim Aufbau dieses Beckens, ihr seht, es ist kein neues Becken. Es ist ein Becken, was ich von einem Bekannten leihweise bekommen habe. Und wir sind halt hingegangen und haben das Ganze jetzt noch ein bisschen aufgeforstet. Da sind neue Scharniere reingekommen, das Refill-System, Pumpen, der Abschäumer wurde erneuert. Und das ist schon mal ein großes herzliches Dankeschön an die Firma Aquamedic. Dann hat sich die Firma Tunze bereit erklärt, mich zu unterstützen in Bezug auf Licht für das Algenrefugium. Schmeiße ich jetzt erstmal nur so in den Raum, warum, weshalb, wieso und etc. lasse ich noch im Raum stehen. Und wie unschwer zu übersehen ist, die Firma ATI hat sich ganz, ganz kräftig ins Zeug gelegt. Natürliches Meerwasser, Absolute Ocean, Carbo-X, ICP-Tests, Essentials Pro, Nutrion N&P und Wassertests noch zusätzlich, um nur die Kleinigkeiten zu nennen, sage ich jetzt mal. Aber das Beste am Ganzen, was ich nie gedacht hätte, dass das überhaupt funktioniert oder dass ich überhaupt mal im Besitz einer solchen Lampe komme für ein Projekt, ist die Straton hier oben drüber. Und da muss ich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Firma ATI schicken, an den Oliver selber. Oliver, du siehst, das Ganze ist schon sauber aufgehangen. Was jetzt noch natürlich fehlt hier drin, ist der Riffaufbau. Und da kann und werde ich im Moment noch nichts zu sagen, weil der ist gerade noch in der Entstehung. Ich vermute mal Mitte bis Ende nächster Woche vielleicht, wenn alles klappt. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz offen. Steht noch nicht ganz hundertprozentig fest. Fakt ist, mit diesem Becken möchte ich euch zeigen, wie man im Endeffekt, wenn man ein kleines bisschen Geld direkt in die Hand nimmt, einen Schnellstart hinlegen kann und auch direkt hingehen kann und alles komplett besetzen nach ganz kurzer Zeit und das auch dementsprechend sauber weiterführt und sauber verfolgt. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Ich bevorzuge diese Methode sowieso grundsätzlich, bloß diesmal gehe ich halt einen anderen Weg, nicht über normales Salz und Balling Light, sondern diesmal gehen wir über den Weg von ATI, über das Essentials Pro, über das natürliche Meerwasser und über das Absolute Ocean. Wie das dann alles dann ablaufen wird, ich werde alles nochmal im Detail erklären. Den Aufbau werde ich nicht so hundertprozentig darstellen, also ich muss euch nicht zeigen, wie ich eine Pumpe anbringe oder wie ich sage jetzt mal, meine Technik Stück für Stück da reinbringe. Ich denke, das ist nicht notwendig. Beim Riffaufbau werden wir nochmal sehen, ob ich da eine extra Folge zu mache. Und
Ich werde euch alles im kleinsten Detail erzählen, wie, was, warum. Ich werde auch noch extra Folgen zu der Lampe bringen, weil ich habe sie mir gestern nur mal grob angeguckt und ich war sowas von geflasht, was alles mit diesem Gerät möglich ist. Ja, ich will sie jetzt nicht zu hoch loben, aber doch muss ich. Es ist ein geiles Gerät. Ja, alles in allem muss ich mich bei den Firmen, die mich jetzt bis hierher schon unterstützt haben, recht herzlich bedanken und für euer Vertrauen, dass ihr in mich setzt, möchte ich euch dementsprechend dann hier nochmal danken. Für den Korallenbesatz und für das Getier habe ich auch schon einige Leute an der Hand aus der Umgebung, die mich da unterstützen werden. Die werden dann dementsprechend zu dem Zeitpunkt genannt. Gehen wir nochmal zurück ans Hauptbecken. Ja Leute, zurück am Hauptbecken. Und ich muss pauschal sagen, auf das Projekt habe ich richtig, richtig Bock. Allein aus dem Grund, es ist schon viel zu lange her, dass ich mal wieder was Neues aufgebaut habe. Aber ich muss auch sagen, ich will dieses Becken hier nicht missen. Also das steht jetzt ein Dreivierteljahr, wenn mich nicht alles täuscht, so knapp. Und es hat sich prächtig entwickelt. Aber mal wieder was Neues aufzubauen, was Neues auszuprobieren, vor allem auch mit einem anderen System, mit anderem Licht. Gerade das Licht, da bin ich echt gespannt drauf, was im Endeffekt bei rumkommt. Wie sich meine Korallen, also es wird ein Teil meiner Korallen rübergehen, in Ablegerform oder in größerer Ablegerform. Und neue Tiere von anderen Leuten dann halt, wie die sich halt in diesem Licht, in diesem System, in diesem gesamt anders aufgebauten System überhaupt verhalten, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber ich denke, da seid ihr genauso gespannt drauf wie ich und ich werde da auch in regelmäßigen Abständen die entsprechenden Folgen bringen und am Anfang wird es natürlich ein bisschen mehr sein für den Aufbau, zu zeigen, wie es im Endeffekt gemacht wird, beziehungsweise wie ich es gemacht habe und. Also irgendwie in der Richtung wird es dann dementsprechend so ablaufen. Fakt ist, ich werde meine Kadenz nicht erhöhen. Es wird erstmal bei einem Video pro Woche bleiben und das heißt wöchentlicher Wechsel, Tagebuch, Produktvorstellung, was auch immer dann, Projektbecken. Und irgendwann in nächster Zeit werden wir auch nochmal ein Live machen. Thema steht übrigens immer noch nicht so hundertprozentig fest. Wir hatten ins Auge gefasst, das Thema Nährstoffe so ein kleines bisschen aufzufassen, aber da bin ich mal wieder auch nicht ganz so hundertprozentig firm drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir werden mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall frühzeitig erfahren. Mindestens eine Woche vorher kündige ich den live an. Und ja, ich würde sagen, ich habe für heute genug gequatscht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Schweizer Miniriff, Tagebuch, Produktvorstellung oder Projektbecken. Bis dahin, ich zähle auf euch. Euer Weib. Ciao.